Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Castlevania 2 Simon's Quest auf dem NES. Die Übersetzung vom deutschen Kill Bill 158. Jo, ich begrüße ihn. Jo. Ja, im letzten Part haben wir uns gequält, bis zur Morgenstern durchgepeitscht. Ja, oh ja. Das war echt ein cooler Satz gerade irgendwie, finde ich. Ja, genau, wir haben uns da echt durchgepeitscht. Wir haben es sogar gefühlt wie durchgepeitscht. Jetzt kaufe ich diesen coolen Morgenpeitscher-Stern. Ja, das ist die... Der sieht jetzt so aus. Das ist im Grunde die letzte Waffe, die man kaufen kann. Ey, das ist ein richtiger Morgenstern halt vorne dran, ne? Ja, genau. Das ist auch die letzte Waffe, wie gesagt, die man kaufen kann. Man kann jetzt diese Waffe nur noch upgraden. Die kann man jetzt noch upgraden, oh Gott. Nur noch upgraden. Indem du einen alten Mann findest in einer Höhle, das ist auch in einem Buch beschrieben, der kann dir deinen Morgenstern upgraden. Aber kaufen kann man jetzt keine Waffe mehr im Spiel, das ist im Grunde die letzte käufliche Waffe. Und wir werden aber diese Waffe auch sofort upgraden, weil wir sind cool. Wir wollen die Beste, nur das Beste wollen wir. Also erstmal aus der City wieder raus. Ja. Okay. Nach links oder rechts raus? Ich guck erstmal, wo wir hin müssen. Dahin müssen wir. Also in links am besten, das okay. Ist, denke ich, ja, links, weil dann tun wir uns wieder mit diesem Kristall, tun wir uns hier wieder mit dem Tornado wegschießen lassen. Ah, okay. Du weißt? You know? Du. Dann kommen wir zu Castlevania, zu Castle. Father Mucking Geist, ein Motherfucking Geist, meine ich, und eine Mumie. Wow, der geht voll ab, ey, der Morgenstern, der hat richtig peitschenmäßig was. Perfekt. Ja. Oh no. Meine Lieblingsstelle in dem ganzen Spiel, ey. Ja, ja, oh ja. Immer wenn er hochgeht, wie gesagt, musst du hupfen. Ja, das ist so ein kleiner Versteck. Stell mal vor, Leute, die damals keine Tipps und Tricks hatten und sowas, also oder irgendwie Hotline oder so, die mussten das ja rausfinden irgendwie, weißt du? Wie geht's jetzt los? Wie machen wir das? Einfach nach links und dann nehmen wir diesen roten Kristall, ja. Equip the Road, the Red Crystal. Hab ich. Und hinhocken und da kommt und warten. Hinhocken und warten. Er ist schon da. Blub, 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 blub. Und dann nach links weiter. Weil wir sind jetzt genau da, wo wir hin müssen, endlich. So, und jetzt sind wir wieder an dem Schloss, wo wir vorhin waren, ne? Nee, nicht ganz. Fuck. Ja. Wir müssen aber nach links und dort können wir unser links. Wir müssen den Morgenstern ja aufpowern. Das kriegen wir gleich. Für die Leute, die sich... Ich bin eiskalt, einfach mal. Was? Ja, du siehst es gleich. Achso, okay, scheiße. Das war jetzt wieder göttlich. Gott sei Dank hast du gespeichert. Bad luck. Das war wieder typisch PK. Ne? So. Ich wollte euch nur mal zeigen. Ja, da müssen wir uns wieder hinhocken mit irgendeinem Scheiß. Richtig. Hat funktioniert. Ja, für die Leute, die sich wundern, warum Kill Bill hier so verzögert auf irgendwelchen Krams reagiert. Ah ja, genau. Das liegt daran, dass er das Bild um die 5-6 Sekunden verzögert erst sieht. Ja, leider. Ist halt so. Ja, ist halt so, kann man nichts machen. Nee. Deswegen, also wir können schon anders machen, es gibt noch eine Möglichkeit, aber... Ach, egal. Wow. Egal. Okay. Ja, ihr bleibt unten links. Wir müssen unten links bleiben. Unten lang, ja? Unten lang? Ja, ja, ne, klar, weil... Unten lang. Wir haben doch unten den Typ. Vergessen? Nö, ja. Nö, ja, doch, vielleicht. Irgendwie ist das immer bei dem Spiel alles unten, was wichtig ist, hä? Ja. Warte, das geht doch hoch. Weil alle Leute hoch wollen, weißt du, das wissen die ja schon. Du sollst nicht denken, wo du jetzt hin musst. Was für eine grausame Nacht, Mama. Wow. Was für eine grausame Nacht. Das finde ich eigentlich, klingt schon schön, aber mir gefallen die vier Leerzeichen unten halt noch nicht, ne? Also das. Oder ist so, ich warte ja bis auf den letzten Part, dass noch irgendwer noch irgendwas sagt dazu. Aber wir schauen mal. Wow. Töte nun das Böse mit dem Feuer deines Morgensterns. Yes. Klingt geil, ne? Weiß schon. Hab schon den ganzen Tag ausgenutzt. Wahnsinn, Alter. Das sieht ja richtig Porno aus, ey. Ja. Das ist im Grunde jetzt das Upgrade von der Peitsche. Und... So ein Ich habe hier einen kleinen Bug, habe ich das Gefühl. Ja, ich sehe es gerade. Du hast gleich zwei so eine Dinger. Ja, okay, das ist ein Bug. Im Grunde hast du jetzt deine Morgenpeitsche, Morgenstern. Peitsche, Morgensternpeitsche, ja. Morgensternpeitsche. Die Feuer fängt. Ratsch. Ja, ich weiß nicht. Geh mal ins Inventar, das siehst du ja. Ich habe es da hingeschrieben. Ich habe alles. Feuer M.
Feuermorgenstern, genau. Feuermorgenstern, ja, genau. Und zwar ist das jetzt die beste Waffe im Spiel. Ja, also normal, also die beste Peitsche. Und richtig, wir müssen auch nach links, ganz genau. Fehlt, dass wir auch mal das mit der Kralle zeigen, weil die meisten würden jetzt ganz knallhart hart das Weihwasser rausnehmen und ja, ja, ich hab's damit schon aufgemacht mit dem lustigen mit der Klaue. Mit den Nägeln. Nägeln vom mit einem Nagel, sein Nagel, also ein Fingernagel. Von Dracula. Oh, wie das Spiel geleckt, ey, ist voll geil. Im Grunde tust du ja diese Fähigkeiten von Dracula adaptieren und indem du links durchgehen, ja? Ja, ja. Indem du seine alten. Also indem du seine Körperteile da benutzt. Voll lustig. Also kann man mal festhalten, Dracula war voll der Held eigentlich. Jetzt habe ich dick eingesteckt gerade ein bisschen, aber ist noch schaffbar alles. Naja, du bist jetzt vor allem auch besser geskillt mit deiner Peitsche. Die brauchen jetzt nur 2 Treffer anstatt 10 oder so, weißt du? Ist jetzt wirklich ein Unterschied. Siehst du das? Früher hast du halt wesentlich mehr Schläge gebraucht. Nein! Fuck you, Alter. Bitch. Ich bin ja auch was dumm, ey. Es ist doch Nacht. Nein. Nacht ist eh alles schön. Ja, wäre. Ich bin ein dummes Trottelchen, ey. Ich hätte es Tag machen können. Dann sind die auch mit einem Schlag down. ja, ist richtig. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich hin und her laufen sollte, um ein Level abzubekommen, damit ich wieder ein bisschen. Nee, eigentlich nicht, weil im Grunde kannst du ja jetzt dann das mit dem Wasser machen, das kommt ja gleich. Und da kannst du auch deine Lorbeeren wieder einsetzen. Warte, ich nehme ja nochmal einen Next Slot und speichere da auch nochmal. Ist jetzt im Grunde das Wasser, wo wir vor uns waren, plus von der anderen Seite. Das ist dieses besagte Wasser, wo wir auch vorletzte Folge aufhören mussten, weil es einfach zu hart war. So. Ha, voll der Trottel, voll drüber gesprungen, ne? Ja, echt mal, ist voll dumm, das Viech. Mein gutes Sesamer Zeit, so sieht's aus, was bist du hingekommen hier? Ja, wir brauchen eigentlich 3. Ja, doch, ich probiere das nochmal, das geht nicht. Das kann ja nicht sein, dass man ja echt mehr als 2 Lorbeeren braucht, ey. Braucht, Leute. Doch mal hätte nehmen können, aber. 2 Lorbeeren. Warum das jetzt? War nicht infamous. Weil du voll den Skill hast. Oh ja. Weil du voll den Skill hast. Also ich hab schon das Maximum rausgeholt. Ja, denke ich. Was man mit 2 Lorbeerblättern schaffen kann. 2 Lorbeeren kosten, glaube ich, wie viel? 50 oder was? Ja. Also ich habe jetzt mal 100 Herzen verballert. Oh, krasse Scheiße. So, jetzt sind wir im vorletzten Schloss im Grunde schon. Sehr gut. So, jetzt gucken wir auch gleich mal, was wir da so können. Wow, ey. Wie es lag, das ist voll hart. Ich muss jetzt ja echt schauen, dass ich Energie bekomme. Ich habe hier Schiss, ne? Ja, im Grunde sind wir ja auch im vorletzten Schloss. Also im Grunde müssen wir jetzt dann nach rechts und dann hoch und dann wieder rechts. Ja, hoch, rechts. Also ja. Treppen hoch. Halt. Schon klar. Ich bin gerade wieder auf dem Weg. Dann nach oben, eigentlich immer nach oben so ein bisschen. Bei diesem Typ hier mache ich doch locker einen Arsch hoch. Kunde musste immer nach oben. Scheiße, sind wir doof, ne? In dem Schloss gab es welche. Ich habe noch 2 Striche Energie. Oh, da musst du dich jetzt echt anstrengen. Das wird nie was. Du musst ein Level abkriegen. Das meinte ich ja, ich brauche ein Level ab. Das geht aber anders, dann müssen wir jetzt das Skill beweisen, ganz einfach. Wir haben keine Chance. Weil zurück brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ja. Machen wir denn nochmal? Ich will jetzt hier hin und her laufen. Ja, kannst du machen. Level du kannst auch weiter. Nee, du kannst auch weiterlaufen. Kunde ist ein ganz Stück bis dahin. Also du hast eine ganze Ecke zu laufen hier. Alles gut. Alle, wie viele Herzen bekomme ich ein Level ab? Boah, ganze Menge auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, aber eine ganze Menge. Echt? Ich hab da nie nachgeschaut. Fuck. Ich kann nur sagen, du musst hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. Und dann nach rechts. Hoch und rechts. Dann unten rechts ist der Endboss. Aber oben rechts kriegst du diesen Holzblock. Oh fuck. Das
jetzt war ich echt hart bescheuert. Was? Jetzt war ich gerade hart bescheuert, du wirst gleich sehen. Ach, hab's gesehen, richtig gut. Ey, ich brauch so ein fucking Level ab. Nein, ich will da hoch, ey, Arsch. Ja, ich weiß. Ich drücke jetzt auf Speichern. Wieso schaffst du das nicht? Wieso? Ja, jetzt hab ich's geschafft. Was machst du? Blödsinn. Und alles schon weihnachtlich gemacht bei dir hier? Ja, so ein bisschen. Eichenflock mitnehmen? Ja, brauche ich ja. Wenn der kommt, das, dann brauche ich ihn auch. Ja klar, du brauchst am jedes Ende des Levels gibt's doch diese Glaskugel, ja. wo den sein Dragulas Organ gespeichert ist. Dragulas Organ. Ja, im Grunde sind das Organteile. So, ne? Und die sind in der Glaskugel und die kann man nur mit einem Holzblock zerbrechen und dass du dann da rankommst. Das heißt, du könntest dir endlos machen und stehst dann vor einer Kugel, die du nicht aufmachen kannst, weil du vergessen hast, den Holz... Fuck. Oh, so ein Arschgegner. Ja, ich hab's gerade. Oh, fuck. Ja. Oh nein. Das Schlimme kam bei mir noch ein Stückchen später, ja. Jetzt echt vorher nochmal speichern sollen, so. Wust. Save State laden. Ja, ich will bloß nicht den falschen Knopf drücken. Ich mache jetzt hier Load State so. Da müssen wir jetzt echt gut haben. Weil guck mal, das ist das vorletzte Schloss. Ich meine, es ist nicht mehr so viel. Bring dich mal ein bisschen an jetzt hier. Ja, ich streng mich an. Eichenflock mitnehmen? Fragezeichen, ja. Und denk an mein Geburtstagsgeschenk, ne? Wir haben jetzt Version 1.0. Kannst du noch dran erinnern? Ja. So ein bisschen. Ja. Ganz dezent, da war ja was. Ja, ich bin froh, wenn wir das dann hier releasen können, endlich. Mit gutem Gewissen. Und wir haben wirklich noch Fehler gefunden, also das hätte ich nie gedacht. War ich irritiert beim ersten Fehler, wo wir den gefunden haben. Ja, glaube ich. Weil ich habe gedacht, ich habe da alles echt durchgeguckt, ne? Und dann merkst du dann, ey, okay. Ja gut, das waren ja meistens grammatische Fehler, ne? Kann man ja sagen. Boah, ihr wollt mich verarschen. Also ein richtiger Assi ist das hier. Und ach du Sau. Gut, dass du ein Safe-Set gemacht hast. Ja, ich weiß schon warum. Guck dir den Arsch an, ey, so übel. So, jetzt habe ich einen. Haha! Ich zeig Skill, mein Freund. Ich mach dich Game Over. Ich bin ja der mit der Mega Man-Mütze. Haha, jawohl. Genau. Dein Video ist ja gar nicht mit eingeblendet. Nee. Weil du gemeint hast, du hast eine andere Mütze auf oder so. Huch. War das jetzt korrekt, was ich gemacht habe? Scheiße. Nee. War nicht korrekt. Jetzt kommst du zum Anfang zurück. Echt? Aber, ja. Aber das ist auch nicht das Problem, weil wir müssen ja eh Herzen sammeln. Ja. Jetzt gehen wir gehen jetzt einmal im Kreis wieder. Nee. Wieso? Nee. Das kommt gar nicht in die Tüte. Ich hab noch ein Leben. Bist du echt den Endboss mit zwei? Okay. Ich hab noch ein Leben. Weißt du? Okay. Ja gut, der Endboss ist, naja. Ich weiß. Das wird richtig lustig, das kann ich dir sagen, du. Jawohl. Das ist echt gute Waffen mit dem. Das werden wir auch mit dem Endboss brauchen. Oh, das heißt, da brauchen wir auch ein paar Herzen. Hat ein Skelett echt hart an mir vorbeigeworfen. Ja, okay, aber da... Siehst. Und... Warum brauchen wir da Herzen? Wow. Oh, ich glaube, da war das Face des Gegners. Ja, das ist der Endboss. Den müssen wir platt machen. Der gibt uns nämlich ein. Der gibt uns ein nettes. Was mache ich denn am günstigsten? Hä? Ja, am besten mit Feuer, weil Feuer hält den auch gleichzeitig mit auf. Sonst kannst du mit Diamant probieren. Diamant geht am ganzen Raum rum. Oder auch mit Gold, wenn du noch willst. Aber letzten Endes, das Feuer hält halt in der Zeit auf. Verstehst du, wie ich meine? Das müsste eigentlich gehen. Ne? So, jetzt geht er. Hä? Der macht hier nichts weiter. Der steht einfach bloß da und tropft. Jetzt macht er wieder was. Nee, normalerweise bewegt er sich. Geh mal. Ja, jetzt macht er was. So, jetzt mit Feuer. Dass da unten jetzt Feuer werfen. Ah, ja. Okay. Das wäre eigentlich am besten so. Oh. Warte. Ich glaube, ich schaffe den. Nicht. Oh. Also, wenn dann nicht hupen. Okay, wenn er mich einmal berührt, bin ich down. Ja, okay. Du sollst ja hupen. Quatsch, du sollst das Feuer machen, weil dann bleibt er stecken. Achso, ja. Okay, warte. Das probieren wir jetzt nochmal von vorn. Du hast ja auch zwischendrin so Zwischenspalter machen, wenn du merkst, hast einen guten One. Nee, es trifft ihn nicht, das Feuer. Nee, doch, warte, der muss ja unten an das Feuer rankommen, dann bleibt er stecken. Nee, das hat ihn nicht berührt, das Feuer. Ach, schade. Dann nimm einen goldenen Dolch, weil der zieht am meisten noch mit ab.
Ja, wir können uns das auch als Arzt holen, auch kein Problem. Aber mit böser Stimme, ne? Was mit dem Flock? Ja, da ist er doch. Böse Stimme, denk mal. Ist das der Flock? Ja. Ja, ja böse Stimme, warte. Moin. Upsala. Wow. Wow. Warte. Du sitzt hier. Du bist gar nicht drauf vorbereitet. Ja, ich bin überhaupt nicht drauf vorbereitet. So. Böse, krasse Stimme. Jetzt aber. Jetzt habe ich die deine Stimme. Und mach jetzt hier das Ding auf. Bam. Tschaka. Und da ist drin. Du nimmst den Ring von Dracula. Ja, was der uns für Kräfte gibt, habe ich auch keine Ahnung. Das sehen wir dann im nächsten Part. Schaltet wieder an, wenn es wieder heißt Let's Play Castlevania 2 auf dem NES. Die deutsche Übersetzung von Kibel 158. Und wehe, ihr tut es nicht, dann werde ich kommen und euch zerquetschen. Yeah, hahaha. So, und dann killen wir diese Maske. Ja. Okay, also Leute, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Okay, ciao.